Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen im Rethink Nation Studio und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht in nächster Zeit, wird ganz viel zum Thema Veganismus kommen. Auf Instagram habe ich schon ganz viel darüber geredet und versuche da auch täglich mit euch zu kommunizieren und Content und Informationen aufzubereiten. Wenn ihr Lust habt, folgt mir da gerne, ich freue mich auf euch. Ich glaube, der Videotitel sagt bereits alles, lasst uns direkt starten. Vor circa 4 Jahren entschloss ich mich dazu, mich vegetarisch zu ernähren. Weswegen da jetzt gerade Anführungszeichen oder wie wir in der Grundschule so schön gesagt haben, Gänsefüßchen von mir gezeigt wurden, dazu kommen wir später nochmal. Wie kam es damals erstmal dazu, dass ich mich vegetarisch ernähren wollte und was waren meine Beweggründe? Im Gegensatz zu Verfechten, wo ich einen konkreten Tag, einen Auslöser benennen kann, der das Ganze in Schwung gebracht hat, war das beim Vegetarischwerden eher so, dass ich das gar nicht so genau weiß. Ich kann mich an kein bestimmtes Gespräch oder einen Schlüsselmoment erinnern, der mich das jetzt in Erwägung ziehen ließ. Was ich allerdings noch weiß, ist, weswegen ich es letztendlich in Erwägung gezogen habe. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es 3 Gründe, warum man das Ganze angehen möchte. Erstens aus Umweltschutzgründen, zweitens aus gesundheitlichem Interesse oder drittens, weil es den eigenen ethischen Werten nicht mehr entspricht. Falls es noch mehr Gründe gibt oder ihr mir erzählen wollt, wie ihr vegetarisch oder vegan wurdet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich. Natürlich gibt es dann noch Menschen, denen Fleisch schlichtweg nicht schmeckt, aber die essen es wahrscheinlich dann sowieso nicht und es war insofern ja auch keine bewusste Entscheidung, was aber das Resultat natürlich nicht minderwertig machen soll. Ich persönlich hatte die Themen Umwelt und Gesundheit damals zwar schon auf dem Schirm, entschied mich aber tatsächlich aus ethischen Gründen, das Ganze auszuprobieren, einfach weil ich Tiere saucool finde. Nach dem Motto, okay Yannick, du kannst nicht mit einem Schwein kuscheln wollen und es gleichzeitig aufessen. Irgendwie, da stimmt was nicht. Aber ich hab sie doch zum Fressen gern. Okay. Insofern dachte ich mir, probiere ich es einfach mal aus. Und so wurden aus Tagen Wochen, aus Wochen Monate und ja, letztendlich ist es heute immer noch so. Ach ja, was war denn mit diesen Anführungszeichen, dass ich anfing, mich vegetarisch zu ernähren? Naja, vor 4 Jahren bedeutete das für mich erstmal, unsere Landmitbewohner nicht zu verspeisen. Es klingt sauber, barisch und Hand aufs Herz, für mich ist es auch so. Was vor 4 Jahren allerdings nicht für den kleinen Yannick hieß, keinen Fisch mehr zu essen. Nee, das hat er einfach weitergemacht. Kinder, es macht keinen Sinn. Fragt mich nicht, warum. Anscheinend hatte ich Fische nicht so lieb wie Kühe, Schweine oder Hühner. Aufgehört, Fische zu essen, habe ich erst circa ein Jahr später mit dem Aufkommen der Plastikproblematik, die immer mehr zum Thema wurde. Fische essen Meeresplastik, wir essen Fische und somit essen wir ebenfalls Plastik. Da ich kein Plastik essen wollte, zack, Yannick, Fisch gab's für dich auch nicht mehr. Heute unverständlich, ich weiß nicht, warum ich das beides nicht zusammengekappt habe. Ich liebe auch Fische. Fische sind auch süß. So ging das dann erstmal eine Weile weiter, bis vor circa einem Jahr, da ist dann so ein bisschen auch der Kontakt zu den Jungs von Vegan ist ungesund entstanden. Ich glaube, wir haben sie sogar schon vor 2 Jahren entdeckt, aber vor circa einem Jahr fing das dann an, dass wir sie kontinuierlich verfolgt haben und somit war das dann auch ein Thema, das konstant im Hinterkopf war. Das muss ich den Jungs definitiv gut schreiben und es ist auch sicherlich ein Grund, warum ich heute noch vegan werden will. Ich bin generell überzeugt, dass auch unterschätzt wird, wie viel Zeit man sich nimmt, um sich mit einem Thema zu befassen. Man könnte ja meinen, bei den Jungs Veganismus oder hier Verfechten, ja gut, habe ich von gehört, kann ich mich jetzt entscheiden, brauche ich keine 200 Videos. Aber dieses immer wieder auf den Schirm holen und an der Komfortzone kratzen, macht, glaube ich, bei sehr vielen Menschen irgendwann den Unterschied, doch einen Schritt zu wagen und es mal umzusetzen. Und seitdem ich die Jungs auf dem Schirm hatte, versuchte ich auch nach und nach weiter umzustellen. Erst musste die Milch dran glauben, die wurde ersetzt durch Pflanzenmilch, dann gab es irgendwann keinen Käse mehr und irgendwann habe ich für mich entschlossen, okay, meine Einkäufe, die kaufe ich nur noch vegan. So, und da stehe ich heute immer noch mit Ausnahmen und Problemen, die mich daran hindern, das umzusetzen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, und zwar mich vegan, komplett vegan zu ernähren. Da ich es zu Hause eigentlich gut im Griff habe, geht es eigentlich immer ums Unterwegssein. Ich finde, dass man zumindest bei mir in der Gegend mittlerweile on the road, vegetarisch, sehr gut zurechtkommt. Viele Restaurants bieten da Gerichte an und selbst wenn es der Döner um die Ecke sein soll, dann nimmt man halt einen mit Falafel oder beim Bäcker ein belegtes Brötchen mit Käse. Das geht alles. Soll es allerdings vegan werden, dann sieht es schon wieder anders aus. Da muss man eventuell gezielt wählen, welches Restaurant man jetzt ansteuert oder welcher Dönerladen eine vegane Soße anbietet oder welcher Bäcker auch ein Hummusbrötchen streicht. Ja, hier habe ich es sehr, 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 sehr schön vorgemacht gerade, ne? Nein, aber da finde ich, ist die Auswahl noch ziemlich rar. Nicht in den eigenen 4 Wänden ist man natürlich auch bei Freunden und
Familie. Sei es auf der nächsten Geburtstagsfete oder man ist zu Besuch. Immer wieder ist es so, dass die eigene Ernährungsweise zum Tagesordnungspunkt wird oder zumindest Erwähnung findet. Das könnte eventuell daran liegen, dass Oma noch immer nicht weiß, wie sie mit den neumodigen Essgewohnheiten der jungen Leute, der Enkelkinder umgehen soll, oder die Mitmenschen wissen nicht so ganz Bescheid oder achten, wie man jetzt essen will. Wenn wir jetzt schlau sind, können wir uns natürlich fragen, wie es überhaupt zu diesen Situationen kommt. Zu ersterem. Warum möchte ich das belegte Brötchen vom Bäcker oder Stolper in den nächsten Dönerladen? Naja, konkret, weil ich Hunger und nichts zu essen habe. Das mit dem Hunger, das können wir vielleicht schwer ändern, das liegt eher so in der Natur des Menschen, aber Essen bei sich haben, da können wir ansetzen. Und ich glaube, das spricht eines der wichtigsten Felder beim sich vegan ernähren an, und zwar Vorbereitung. Wenn ich dafür sorge, dass ich unterwegs was zu essen bei mir habe, dann muss ich auch nicht auf solche Hungerastretter zugreifen. Das zweite große Thema offenbart sich bei den Freunden und der Familie. Hier kommt zwischenmenschliches Verhalten ins Spiel und das fällt einem, wenn es euch wie mir geht, oft gar nicht so leicht. In meinem Fall ist es so, dass ich ein sehr auf Harmonie bedachter Mensch bin und es auch nicht mag, wenn sich andere nach mir richten. Es ist mir unangenehm. So, und wenn dann Oma sich extra die Mühe gemacht hat, ja, etwas für einen zu kochen, oder die Freunde in der Gruppe entschieden haben, dass sie zu einem bestimmten Ort essen gehen wollen, dann entscheidet man sich vielleicht doch am Ende des Tages was Vegetarisches zu bestellen und nicht auf das Vegane zu bestehen. Für dieses Problem habe ich mir vor der Produktion dieses Videos allerdings klipp und klar gemacht, dass das eigentlich auch nicht sein kann. Wenn ich beispielsweise als Vegetarier mit einem Veganer unterwegs war, dann war das für mich selbstverständlich, dass man etwas aufsucht, wo diese Person glücklich wird. Oder ein anderes Beispiel, wenn mich jemand besucht und ich weiß, der oder diejenige hat eine Nussallergie, dann mache ich ja auch keine Nussecken. Dann mache ich ja gerne etwas, was der Person gefällt. Ich will ja, dass sie sich wohlfühlt. Insofern sollte man, glaube ich, viel weniger daran denken, dass man dadurch anderen zur Last wird, als vielmehr an das Gute im Menschen glauben, dass hoffentlich jeder möchte, dass sich alle wohlfühlen. Deswegen habe ich mir als zweiten großen Punkt vorgenommen, meine eigene Kommunikation zu verbessern. Dass alle Bescheid wissen, dass man sich vegan ernährt und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr die anderen bittet, auf die eigene Ernährungsweise Rücksicht zu nehmen. Da haben wir es also, die zwei großen Themen, die, glaube ich, viel bringen können, und zwar Vorbereitung und Kommunikation. In diesem Sinne mache ich mich jetzt eine Woche lang ans vegane Essen und gebe euch dann im nächsten Video, nächsten Sonntag, mein Feedback, wie es mir dabei erging. Solltet ihr nicht verpassen wollen, wie es hier weitergeht, dann abonniert gerne den Kanal und fühlt euch eingeladen, parallel mit mir das Ganze auszuprobieren. Ich würde mich freuen. Wenn ihr mit dabei seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bleibt wirklich nur noch eins zu sagen: Käthe! Oder auch einfach: habt euch lieb. Ciao.